Hallo zusammen, hier ist Kai von Travel Camping Living und heute schauen wir den Zottel unters Blechkleid. Wir sind zu Gast bei Seecamper, die haben eine Bühne und da stellen wir den Guten mal drauf. Denn nach 12 Monaten Hardcore unterwegs sein, Skandinavien und dann Marokko mit diversen Bodenkontakten, will ich mal sehen, wie Zottel von unten aussieht. Wer uns nicht so gut kennt, Zottel ist ein Globecar Camp Scout B aus der Pössl-Gruppe, hat 5,5 Jahre auf dem Buckel und 147.000 Kilometer. Keine Unterbodenschutzkonservierung oder Konservierung sonstiger Art, alles wie ab Werk. Und jetzt gucken wir mal rein, ob jemand da ist. Man kann hier übrigens auch tolle Dinge kaufen. Bei Seecamper gibt es einen schönen Shop. Und den Tim mit Hund, guten Morgen. Hi. Hallo. Na, alles gut? Bei dir auch? Ja, klar. Bevor wir jetzt drunter gucken, erstmal kurz waschen. Dann sehen wir nachher mehr, weil der restliche Sand dann auch noch weggespült ist. Zottel hat, glaub ich, keinen Bock. Der guckt ja nicht mal. Springt der dann? Nix? Gut? Tot? Da geht nix. Können Wank macht Zottel. Kopf. Puh, Zottel läuft wieder. Vermutlich Wegfahrsperre, die ein bisschen gesponnen hat. Er ist jetzt mal mit beiden Füßen, einer auf die Bremse, einer Kupplung getreten und dann sprang er wieder an. Alter, hey, gerade hier ein Herzinfarkt kriegt, hey, Zottel, mach das nicht öfter. Aber zum Glück kennen die sich hier bei Seecamper mit Technik und Fahrzeugen sehr gut aus und haben gleich geholfen. Ich glaube, an einem besseren Ort als hier kann das Auto nicht verrecken. Und jetzt Wassermarsch. Und während Zottel gewaschen wird, gucken wir mal hier noch rein. Viele schöne Neufahrzeuge. Tim hat auch immer sehr viele im Vorlauf. Also wenn ihr eine Tournee wollt, kriegt ihr da mit recht angenehmer Lieferzeit auch noch Fahrzeuge, wenn ihr Glück habt. Aber er hat auch Geschütze fürs Grobe. Aquila, richtig fettes Teil. Falls ihr mal Reifen fürs Grobe sucht oder Felgen, die hat er auch gerne mal an Lager. Jetzt aber zurück zum Wesentlichen. Zottel, Unterboden, wie sieht's aus? Da steht der Zottel auf der Bühne und wir gucken mal drunter. Wir gucken mal vorne links und wenden unseren Blick dann Richtung Kühler. Da ist noch alles dran, da gibt es auch nicht wirklich üble Kampfspuren. Keine tiefen Kratzer, sieht natürlich alles ein bisschen sandig braun aus. Radaufhängung ist auch noch irgendwo da und funktioniert. Räder sind ja noch, ne, am Start, vibriert auch nichts. Also das sieht ganz ordentlich aus für die Laufleistung und das, was Zottel so erlebt hat. Wenn wir uns umdrehen, ist auch noch alles da. Das sieht soweit alles ein bisschen marokkisch-lehmisch aus. Lehmisch? Sieht alles etwas lehmig aus und staubig. Ist quasi die neue Unterbodenkonservierung aus marokkanischem Lehm und Staub. Und ansonsten hat hier mittig ein paar Kratzer, aber nicht wirklich signifikant. Da bin ich wohl mal ein paar Steinchen hängen geblieben. Hier die Auspuffanlage sieht gut aus, hat nicht signifikant Rost angesetzt oder massive Probleme. Also, ja, die Dieselpumpe ist auch noch da, he? Für die Dieselheizung. Sieht auch ein bisschen rötlich aus, tut noch. Ja, wenn wir dann von der Dieselpumpe weiterschauen, Richtung hinten, auch da keine groben Kampfspuren am Rahmen oder sonst irgendwie Abschürfungen, die übel sind oder die man jetzt sofort behandeln müsste. Selbst der Grauwassertank sieht ordentlich aus, auch da nicht mördermäßig irgendwo hängen geblieben, aber ich sehe keine krassen Kratzer. Ja, das hat alles einen guten Zustand. Ja, hinten links oder hinten rechts in Fahrtrichtung gesehen, ist der Reifen auch noch da. Klar, die Federung und Belastung hinten ist am Limit. Das war sie schon immer. Auch die andere Seite, die Bremsen, ja, halten noch ein bisschen, haben noch 6 bis 8 mm, je nachdem. Und dann sind wir hinten angekommen. Das Ersatzrad hängt da immer noch lustig vor sich hin. Und auch hier, ja, es ist halt alles braun, aber nicht rostig. Das sieht für die Laufleistung und die Kilometerleistung ganz ordentlich aus. Hatte mir hier auch der Kfz-ler gesagt, der sich auskennt. Hier nochmal der Blick auf den Grauwassertank, also guter Zustand.
Alles in allem, also auch vorne am Motor normaler Verschleiß, alles prima. Reifen rechts vorne, Aufhängung links vorne. Gelitten hat ein bisschen der Frontbügel, vorne rechts Kampfspuren und vorne links auch, beziehungsweise links rechts umgekehrt, je nachdem wie man drauf guckt. Der hat ein bisschen geschürft, aber ansonsten noch nicht mal der Unterboden-Plastik-Push-Schutz von Citroën hat massiv Kratzer. Haben wir echt gut gefahren. Ja, über alles bin ich sehr froh über den doch recht guten Zustand meines Zottels. Und danke Seecamper herzlich dafür, dass ich hier mal kurz auf die Bühne durfte. Sie ihn mir gewaschen haben und auch noch die Trittstufe abgebaut haben. Das einzig Blöde ist, dass wir uns bald wieder Bremsen kaufen dürfen und es so quer kostet. Aber sonst tipptopp. Und wie ihr seht, von außen Trittstufe wirklich weg. Hier noch Rostschutzkonservierung aufgetragen an den Aufnahmestellen, dass da nichts passiert. Ist top gemacht. Also Seecamper, immer wieder gerne. Ja, das Kühlwasser steht unterhalb von Minimum. Jetzt lernen wir da mal noch ein paar Liter an Ei und gucken, wie sich's verhält. Nicht, dass da wieder was austritt irgendwo. Gut, Liter war jetzt vielleicht übertrieben gesagt. Witz halt. Soll da im Normalniveau sind. Das war's. Kühlmittel aufgefüllt. Ja, halber Liter ging rein. Und jetzt fährt er wieder raus. Und was es hier auch gibt, Litech Innovations. Voll-LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinker. Habe ich schon mal gefilmt. Die liegen hier an Lager. Könnt ihr anrufen, Einbautermin machen und los geht's. Aus der Werkstatt raus, Zottel wieder in der Kälte. Und er springt ein bisschen komisch an. Also ich werde das jetzt mal beobachten. Der Anlasser oder die Batterie. Die Motorbatterie kann es eigentlich nicht sein. Die kriegt ja permanent Strom von der Aufbaubatterie. Also ist ein bisschen komisch. Geht jetzt demnächst der Anlasser kaputt? Ich hoffe nicht. Nicht, dass ich dann noch hier zu Seecamper zurückkommen müsste und irgendwann ein neues Auto brauche. Ne? Ich meine, sowas wäre schon mal lustig. Aber hoffe nicht. Zottel soll ja uns noch ein bisschen begleiten auf unseren Touren und in den nächsten Monaten und Jahren. Aber eben, wenn ihr mal ein schönes Auto braucht, bei Seecamper werdet ihr sicher fündig. Der hat verschiedene Marken, da könnt ihr euch mal durchs Sortiment suchen. Fertig sind wir hier. Wir fahren jetzt weiter. Ich sage dem Tim, tausend Dank für deinen Support, dass wir deine Bühne nutzen durften. Coole Sache und wir kommen sicherlich mal wieder bei dir vorbei. Genau. Bis bald. Also, und jetzt geht er hier mal schnell Gassi, ne? Da hat es jemand eilig. Sonst eskaliert es. Ja, genau. Also, mach's gut. Bis ciao, bald, ciao, ciao. Und somit war es das für uns auch für heute. Kurzes Video für euch. Zottel, soweit hoffentlich gesund und auch weiterhin, wenn der Anlasser nicht weiterspinnt. Aber das werdet ihr erleben in unseren weiteren Reisevideos. Ich sage für heute erstmal Tschüss zu euch. Danke, habt ihr mit unter Zottels Rock geschaut und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao zusammen!